Grüß dich, Horst. Gestatte mir, dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Geralt von Riva, der... nicht eingeladen ist. Wo habe ich nur meine Manieren? In Kaer Morhen rangiert Etikette nicht allzu weit oben auf dem Curriculum. Skandalös. Das ist offenkundig. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Ja. Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo? Spielt keine Rolle. Sagst du mir, was es ist oder nicht? Wache, bring den Hexer raus und lass sie nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus! Wir wollten noch das Gemälde noch kaufen. Verdammt. Haben wir die Quest jetzt verkackt, oder wie? Ich meine, wir müssen ja das Haus irgendwie finden. Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt das haben. Das können wir gern versuchen. Treffpunkt für die Elite, wie wahr. Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Das ist doch nix. Verdammt, sagte er. Ich muss wahrscheinlich nur noch einmal gut zuschlagen und schon ist das vorbei. Ja, hier. Mit zu sehr treffen lassen. Das Gesetz sagt, wenn jemand verletzt ist, hole einen Heilkundigen. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Man kann ein Weilchen warten. Es stimmt, was man sagt. Schwert oder nicht. Ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borsodis Haus niemals. Woher weißt du, dass ich nach dem Haus suche? Ich war bei der Auktion. Getarnt natürlich. Die Auseinandersetzung war nicht zu überhören. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich dann niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist... Bis dann. Hoffentlich. Und wenn das eine Falle ist, werden wir was überleben. Wir sind hoch genug gelevelt. Und es sind ja nicht die Zwerge, die wir einmal gekämpft haben. Da gab es ja den einen Part. Da sind wir in den Hinterhof gekommen und mussten dann auf einmal... Da gab es noch einen anderen Part mit so einer... Und so eine Hexe irgendwie, das sind so, die dort nicht aus Zimpfen, sondern so eine Geisterhexe, die war auch noch zu unterlevelt. Die Anna war es doch, Anna aus den Sümpfen oder so. Können wir hinlaufen oder sollten wir mal. Ach ja, die laufen wir hin. Das kriegen wir zu Fuß erledigt. Krieger,
freut euch am Anblick des Basilisken, des Königs der Schlangen. Ja. Eine Nebenquest. Sesam öffentlich, gehe zur Hütte des Kräuterkundlers. Ein Wildschwein. Schatz. Okay. Das wird doch nicht so schwer sein. So tot ist es. Ein Bolzen in dem Rücken ist gejagt worden, aber etwas ist schiefgelaufen. Tollste haben wir hier. Eine Brille. Ja. Episch. Die haben wir gerade für 350 ersteigert. Ich hätte gerne noch mehr ersteigert. Es hat Spaß gemacht, aber dann wurden wir leider rausgeschmissen. Jetzt Gerard mit Brille. Ach, das sind zwei Schildbastarde. Verdammt. Ich bin gleich tot. Endbosse. Nein! Heilung, Heilung, Heilung. Können wir ums Haus herumrennen und die dann von hinten. Na komm. Verdammt, ich war gerade hinter ihm. Bitte. Können wir die nicht überspringen? Müssen wir gegen die kämpfen oder? Vielleicht können wir irgendwie wirken. Da kommen sie gleich. Das bringt wirklich gar nichts. Der rein ins Haus können wir nicht. Na toll. Mein Kryptonit. Mein Endgegner. Leute mit Schilden. Ich habe eine Brille. Leute mit Brille darf man nicht schlagen. Und zack jetzt. Das wäre die Chance gewesen. Verdammt. Und halten und kämpfen. Okay, einer ist schon tot. Und drauf! Sehr gut. Eine Zaubertränke vergeudet. Das war recht effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen? Ich habe dein Leben gerettet. Er sieht mit der Brille großartig aus. Puh, dieses Gesindel hätten wir mit links erledigt. Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, Professor, den kennen wir aus Teil 1. Willst du jetzt handeln oder nicht? Hast du vielleicht Schafgarbenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Das ist doch ganz bestimmt eine Falle. Todsicher ist das eine Falle. Im Keller. Ja, sicher. Das ist ganz sicher keine Falle.
Aha. Da bist du. Gut. Abwarten. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aus Borsodis Schatzkammer. Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Sollten wir nicht das Haus besorgen? Was genau sind deine? Ich habe einen Plan. Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe, Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit Dimeritium vergittert. Aber es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch die Dimeritium kommen wir doch durch. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen und rede. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es keine Gitterstäbe, keine Fensterläden. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus rüber, die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Klingt grässlich. Der Turm ist glatt wie Glas. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich komme da nicht hoch. Und das sollst du auch gar nicht. Lass mich ausreden. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Das ist gleich viel klüger aus der Gerard, oder? Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Mhm. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja, aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind so viele, wir könnten gesehen werden. Mhm. Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo, eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Oxford. Spezialitäten, rhythmische Kunstformen. Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tourneeroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Da brauchen wir den ganzen Stream. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Ein Halbling. Wen hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrechervisage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor okay, zwei Jahren sie hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Nicht das, was ging ihn jetzt, aber... Ja. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Denkt am besten Chancen. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Und schwerer zu bekommen. Gut, wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Dann nehmen wir den Zwerg, natürlich. Kasimir Bassi, Mahakama Sprengmeister. Es heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür
dürfte kein Problem für uns sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Ach, das kriegen wir schnell. Hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Option. Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Catwin, Irien, Angrin und Kovir gesetzlich befürchtet. Schon müssen wir die zweite Option. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt. Von Hans von Sidaris, diesem Söldnertrottel. Soweit ich weiß, lagert sein Trupp östlich von Oxenfurt. Zweite Option klingt immer grausam. Hm. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod. Nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen. Damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer von zwei, würde ich sagen. Wir wollen doch keinen Verdacht erregen. Hm. Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, rarer Münze oder deinen Fäusten. Ja. Na gut, ich bin weg. Ich hab einen Plan. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen. Das klingt ja grauenhaft. Ich will sie noch nicht besorgen. Geh zum Söhner nahe und sprich mit Quinto. Und bitte Casimir am Aufzug teilzunehmen. Casimir ist der Alternative oder was? Wir brauchen die Zirkusakrobatin und den Zwerg, den wollen wir haben. Okay. Und hier liegt viel Zeug rum, was wir mitnehmen können. Wäre vielleicht nicht unangebracht. Oh, so viel liegt dann auch wieder nicht. Das macht ihm nichts aus. Ein Buch. Eine Axt. Wehe eine Axt. Knüppel. Die wir jetzt hoffentlich nicht ausgerüstet haben. Was haben wir ausgerüstet? Und Armbrust, 12 bis 14 Schaden. Macht 10 bis 12 Schaden. Das können wir mal wechseln. Okay. Dann nix wie raus hier. Und holen wir uns Quinto. Können wir mal kurz meditieren? Oh, wir haben einen Punkt zum Ausgeben. Das können wir nicht. Nehmen wir den hier rauf aus. Sehr schön. Ein Meditieren bis zum Abend. Und dann ab ins Söldnerlager.
es hoffentlich nicht weit ist. Auch nur, das ist ja direkt nebenan hier. Schaffe ich ja wirklich zu Fuß. Und ganz einfach zu Fuß. Sind schon da. Und? Was willst du? Was könnte ich von einem Hexer wollen? Dass er Gänse hütet? Ein Monster muss erschlagen werden. Der Typ im Käfig. Wer ist das? Warum? Sieht er wie ein Monster aus? Nein? Dann geht er dich auch nichts an. Ich denke darüber nach. Pass auf dich auf. Okay, ich glaube, zu ihm wollen wir nicht hin. Dass der, dass er. Können wir nicht den anderen noch nehmen? Den Zwerg und die. Den Zwerg und die Trapezkünstlerin. Okay, ich guck erstmal rüber. Ich guck erstmal bei dem anderen. Ich schau erstmal. Bei Kasimir vorbei. Und bei dem gucken wir dann nachher nochmal. Müssen wir scheinbar Monster töten, um das zu schaffen. Sieht nach Regen aus, sagt er. Aber was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Wirklich. Ich hätte gedacht, es wäre strahlender Sonnenschein. Ich hätte jetzt das blaue Himmel und strahlenden Sonnenschein eingeschätzt. Dass du sagst. Ganz klug der Gerard jetzt mit seiner neuen Brille. Ich kann jetzt den Regen sehen. Weiß er jetzt, wann es regnet. Jetzt auf der Rückseite nehmen wir auf jeden Fall ein Pferd. Die erste Aufgabe hätten wir wahrscheinlich schon hinter uns bringen können. Aber nein. Hier mal den Mauern vorbei. Sind wir bald da? Muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht schon als Fuß hin. Cleverer Geralt. Mit der Hälfte haben wir schon hinter uns. Passt schon. Das ist ein Dingsbums, der macht. Sollten wir vielleicht mal hin. Es war geschafft. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Die Macht wird es ja sein. Geralt. Ganz genau. Jetzt hier bloß nicht drauf gehen. Meditieren wäre effektiver, aber was soll es?
Jetzt, wo wir Zeit haben, können wir ja mal einen Heiltrank nehmen. Wir ziehen hier die Haut ab. Los, meine Lieben, an die Arbeit! How about nope? Du Drecks! Der dritte hat ein Schild. Verdammt! So, war's das. Wir ziehen dir die Haut ab, von wegen. Oha! Nur mal kurz innehalten. Und das hier genießen. Ah, wir sind fast da. Sehr schön. Wow! Ein Feld im Sonnenuntergang. Meister Kasimir, weg mit der Fackel, verflixt! Oh, ah, das ist der Zwerg, den wir wollten. Ihr Scheißer! Ihr habt mir gar nichts zu sagen! Was ist denn hier los? Siehst du das nicht? Meister Kasimir sitzt auf seinem Dach und will sich hochjagen! Perlen habe ich ihr gekauft! Samt und Seide! Und was tut sie verdammt nochmal zum Dank? Setzt mir Hörner auf! Ich versuche, ihn zur Vernunft zu bringen. Ein Zwerg zur Vernunft zu bringen. Na, die Kuh wollte ein Himmelbett und hat's gekriegt. Silberbesteck wollte sie und hat's gekriegt. Sie hat nichts entbehrt, nichts. Was zum Teufel hätte ich ihr noch geben sollen? Noch mehr kann er sich nicht aufregen. Um dir, Melitele, heilige Mutter, bewahre uns vor dem Bösen. Na, läufst du deinem Schniedel nach? Willst meine Euphemia pimpern, was? Tja, zu spät, sie ist weg. Nein, ich wollte nur... Das hat der Postbote auch gesagt. Hat bei den Eiern seiner Götter geschworen. Und ich, ja. Armleuchter, glaub dem Sackgesicht. 3 Jahre haben sie fröhlich einhergefickt. Und dann sind sie durchgebrannt. Mein Opa hatte recht. Die Zwergenfrauen will einfach jeder bumsen. Ja. Wer ist damit? Runter. Jetzt. Was? Komme. Komme schon. Der Zauber ist doch immer effektiv. Also. Was war dein Begehr? Du sollst deine Tür öffnen. Dauerhaft, sodass sie nicht mehr zugeht. Verstehe. Und was ist hinter dieser Tür? Reicher Lohn. Wird geteilt. Genug für jeden. Vor einer Woche hätte ich dich verfickt nochmal weggeschickt. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Was soll ich tun? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Dann erfährst du alles, klar? Wie ein Bach im Hochland von Mahaka. Bis dann! Sehr schön, wir haben den Zwerg. Das wollte ich. Rede Evelyn, Galo, am Raumzug teilzunehmen. Die Evelyn wollen wir auch noch haben. Das waren noch die beiden, die wir wollten. Die Quests. So, wo finden wir die? Die zwei besten wollen wir natürlich anhören. Ist wohl hier und die andere wäre ein Ochsenfund. Oder der andere. Der vierte von der Sorte. Beim einen waren wir schon. Haben wir mehr oder weniger am Stich gelassen. Das ist doch hier in der Nähe. Das haben wir gleich.
Die kriegen wir auch noch hin. Die brauchen wir im Team. Trapezkünstler. Mit den beiden wird es am spannendsten. Mit dem Bombenzwerg und mit der Zirkus. Trapez. Dame. Thank you.